YouTube, ich bin offiziell süchtig. Ich gebe es zu. Dieses Spiel hier hat meine Sucht absolut gepackt. Ich finde, es ist eines der besten Spiele des Jahres und deswegen geht es natürlich weiter mit dem Ganzen. Wir sind live auf Twitch unterwegs. Wenn ihr mir Glück bringen wollt beim Angeln, und das könnt ihr wirklich, wenn ihr mir Glück bringen wollt, dann lasst doch gerne mal jetzt eine kleine Bewertung da. Schreibt jetzt einen Kommentar. Hashtag Anglergold in die Kommentare. Und ansonsten, Link zu Twitch findet ihr in der Videobeschreibung. Wie immer eben, ne? Die ganzen wichtigen Links sind alle in der Videobeschreibung. Schaut mal hier unten. Wow. Der ist böse. Wenn man sich ihm nähert, dann verfärbt er sich auch rot. Das blaue Leuchten geht weg. Er ist nicht mehr cool drauf, sondern er will mir... Autsch. Oh, nee. Zwillingsantrieb ist ausgefallen. Er will mir an den Larry lang. Alter, wie langsam ich bin. Ohne Zwillingsantrieb. Da müssen wir erstmal reparieren gehen. Oh, hier ist noch edler Schrott. Mokka Edel, Dankeschön für die 100 Bits. Deine Bits versüßen mir den Freitag. Ihr wisst, heute ist Karfreitag, der ernsteste Feiertag des Jahres. Karfreitag steht für keinen Spaß haben, nicht lachen, nicht tanzen. Tanzverbot gilt an Karfreitag. Ja, da darf man offiziell nicht tanzen. Psst, hey. Aber auch nicht in der Öffentlichkeit fröhlich lacheln. Lacheln, ja, vor allem lacheln. So, wir müssen das hier einbauen. Da sind wir stehen geblieben. Den Abschreckungsmechanismus. Ein kleines, von getrocknetem Salz umhülltes Objekt rollt unter dem Generator hervor. Schön! Maschine aktivieren. Ja, die Abschreckungsmaschine erwacht brummend zum Leben. Wenige Sekunden später erstrahlt ein grelles Licht und ein Alarmton heult los. Die Forscherin sagt, dass dies die Kreatur für eine Weile fernhalten wird. Vorerst. Okay, Maschine läuft. Dann legen wir mal ab. Ja, mir ist erstmal schön der Motor abgekackt. Wo kann ich denn hier reparieren? Alte Festung. Hier könnte auch noch was zum Reparieren sein. Fischfreitag. Ja, heute darf man ja auch nur Fisch essen. Owl, guten Abend, du alter Lachs. Was geht? Einhorn-Diva an einem Freitag ist sie hier, obwohl sie gar nicht hier sein darf. Ist das Game wirklich so gut? Es ist überragend gut. Kein Bull. Es ist überragend gut. Es ist wirklich ein Bomben-Game. Kann man hier was reparieren? Geht da was? Oder ist es eine Geisterinsel? Hier kann man ja nicht mal anlegen. Okay, das ist wirklich eine verdammte Geisterinsel. Joel, Dankeschön für 20 saftige Monate Treue. Das ist wirklich eine Geisterinsel. Unglaublich. Lag auch ein bisschen Schrott, aber wir gehen jetzt erstmal hier hin, solange das Vieh da unten hängt. Okay, hier sind Fische. Aber die kann ich nicht angeln. Ein edler Ring. Boah. Gib mir. Kein edler Ring. Okay, wie lange hält der Schutz? Okay, was geht da drüben ab? Oh no! Ach, mit dem kann ich handeln. Ich habe für diesen Fangplatz nicht die richtige Ausrüstung. What? Okay, ich brauche dafür eine spezielle Ausrüstung. Was gibt's hier? Bestand hoch. Hadal. Okay, habe ich auch nicht. Das bedeutet, ich habe eigentlich jetzt nur eine Option. Und zwar, wir gehen erstmal zurück. Kebums. Setzen uns hier drüben wieder zusammen und schauen mal, dass wir hier alles reparieren. Ich glaube, was Besseres können wir im Moment nicht machen, Leute. Wow, wow, wow. Und auf einmal kommen hier die Felsen. Wenn jetzt mein Netz kaputt gehen würde, wieso auch immer, ne? Fiesen Netzschaden. Oh mein Gott, nein! So ein richtig schöner, fieser Netzschaden, ne? Bin ich dann komplett am Popo und verliere alle meine Fische? Das wäre nämlich voll ätzend.
So, bitte reparieren. Bitte erstmal verkaufen. Moin, Chef. Hier, nimm meinen Kram. Dann Trockendock. Können wir bestimmt auch noch ein bisschen was verbessern. Jo, eine Latte habe ich für dich. 200 Cashews habe ich auch für dich. Oh mein Gott, wir gehen schon in die nächste Stufe über, oder was? Alter, das Ding läuft. Freunde. Bam. Hier geht's schon weiter. Es geht schon weiter. Mein Lager ist auch wieder rappelvoll. Gut, dass wir hier wieder ein bisschen was loswerden. Oh, dankeschön für den Gifted. Wen haben wir denn hier? Den Hauptfeldwebel. Dass der Mann sich noch blicken lässt, ne? So, mal wieder ein bisschen das Lager aufgeräumt. Gut, gut. Trockendock. Ne, Schiffsbauerin. Mach es frisch. So, wir haben mehr Platz für Licht auch. Was könnte ich denn hier upgraden? Alter, das Ding brauche ich. Das Ding kann ja alles. Der alte Jeller. So, jetzt muss ich erstmal die beiden hier machen. Bodenlose Leine. Auch nicht schlecht. Ey, ich brauche ein viel größeres Schiff. Ich brauche ein viel, viel größeres Schiff. Es gibt noch so viele Upgrades, die ich so gerne hätte. So verflucht gerne. Ich brauche sie alle. Ich brauche sie einfach alle. Okay. Schauen wir mal rein. Das sind die neuen Angeln. Vulkanisch. Küstennähe. Hier würde noch eine reingehen. Vulkanisch Flachwasser. Die hat Küstennähe Flachwasser. Da kann ich auch vulkanisch mit angeln. Ich könnte mir die hier holen. Und halt hier platzieren. Hier würde sie hingehen. Bams. Ja, merkt schon, es wird langsam voll hier, ne? Es wird langsam voll hier. Ein neues Upgrade wäre schon sehr, sehr geil. Hauptfeldwebel, du willst doch nicht aus der Abo-Falle rauskommen. Jetzt mach mal hier keinen Blödsinn. Ich weiß, dass du sowas gar nicht willst. Du liebst die Abo-Falle. Du willst für immer und ewig in der Abo-Falle drin sein. Ich kenn dich doch. Ohne Abo-Falle würde dein Leben doch gar keinen Sinn ergeben. Machen wir, wir sammeln mal die ganzen Krabben ein. Nehmen noch ein bisschen Lachs mit. Weil wir brauchen schon wieder Gold. Geld, Gold, was auch immer, ne? Ist ja alles eigentlich dasselbe. Come on! Neuer Rekordfisch. So. So. Was ist da noch alles drin? Alles nehmen. Yo. Jo, dann hau ich das mal weg, wie schnell ich einfach bin, ne? Mit diesen ganzen Upgrades vom Motor. Skjor, guten Abend. Mein junger Freund, mein jugendlicher Jungfreund. So, reparieren wir noch schnell die Fallen. Ich frag mich halt... Boah, Alter, das Ding geht so ab, dass du... Moment. Schwupps. Einsammeln, dass du halt nicht mal richtig wenden kannst. Das Ding ist einfach voll Turbo. Uiuiui. Neuer Rekord. Trophäe gefangen. Boah, ey, wie viel ich da raushole. Wie viel ich da einfach raushole. Es lohnt sich brutalinski. Mein PC ist gestern abgeschmiert. Centic,
61 Monate, Centic. Wie findest du dein Abo-Abzeichen? Bist du zufrieden oder sagst du, nö, könnte geiler sein? Brauchen wir bald neue Abo-Abzeichen hier im Stream? Sind wir schon an dem Punkt, dass wir bald neue brauchen? So, komm, nimm noch den Rest hier mit. Falle mitnehmen. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Kriege ich hier noch überhaupt einen unter? Ha, nee, es scheint voll zu sein. Kerke. Wie groß bist denn du? So. Ich hab dir die Freiheit geschenkt, kleiner Fisch. Ich hab dir die Freiheit geschenkt. ...61 Monate. Der junge Mann ist völlig verloren. Tja, ich bin stolz auf den jungen Mann. Er hat auf jeden Fall die richtigen Entscheidungen im Leben getroffen. Ich glaube, hier zu abonnieren war auf jeden Fall die beste Entscheidung, die er in seinem Leben getroffen hat. Davon bin ich überzeugt. Davon bin ich einfach überzeugt. Das wird er nicht bereuen. So, was ist denn die nächste Story-Mission hier? Suche nach Relikten. Finde den Ring im Sternenbecken. Das ist die nächste große Mission. Den Ring finden im Sternenbecken. Der scheint genau bei diesem Monster zu sein. Und wahrscheinlich müssen wir dafür die Proben sammeln. Ein Anglerfisch. Ein Tiefsee-Bartelfisch. Ein Riesenflohkrebs. Und ein Scheibenbauch. Das will sie haben. Ozeanisch können wir einfach nicht jagen. Betrunkener Affe. Toller Name. Dankeschön für deinen Sub. Pumpkin. 39 Monate. Auch nicht schlecht, der Mann. Auch nicht schlecht. Muss man einfach respektieren. 39 Monate muss man erstmal machen, ne? Das muss man erstmal machen. Oh, komm. Oh, Rumpf beschädigt. Das gibt's nicht. Jetzt habe ich extra gesagt, ich spare hier ein bisschen Zeit. Na, auf dem Weg gibt's auch noch was. Das ist der Nachteil an so einem schnellen Motor. Das Ding schießt dir davon. Aber hier ist Holz. Let's take it. Dankeschön für das Holz. Kann man eigentlich irgendwo auch Rohstoffe verticken? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das ist leider nicht möglich. Aber ich find's geil, wie schnell man hier immer wieder ein bisschen Geld zusammenbekommt. So, schauen wir auch kurz rein. Vielleicht haben wir Glück und bekommen was Geiles. Ansonsten gibt es wahrscheinlich nur Metallschrotten, die brauchen wir einfach im Moment. So gut wie gar nicht eigentlich. Ich nehme es jetzt mal mit. Aber eigentlich ist Metallschrott gerade nicht in unserem Interesse. Ja, es ist eigentlich nicht so wichtig. Aber ich nehme es mit, weil es quasi vor meiner Haustür liegt. So, was kann man hier Oh. Bist du wichtig für mich? Fangzahnfisch. Willst du so einen haben? Ich glaube nicht, ne? Boah, hier. Ein verfluchter Fangzahn. Ein hässlicher Verfluchter. Ja, geil. Was lernen wir daraus? Angeln ist immer eine gute Sache.
Küstennähe. Ach, hier sind wieder die hier. Yo. Ich kann auch einen mitnehmen. Vielleicht auch noch ein bisschen mehr, wenn ich ein bisschen umrüste. Habe ich da ein Boot? Hier ist irgendwo jemand mit einem Boot unterwegs. So, einer geht noch. Das war's. Okay, wo kann ich hier bitte... Wo kann ich hier bitte andocken? Da drüben ist der Leuchtturm. Das heißt, da drüben ist die Basis. Aber hier war doch irgendwo noch ein Händler. Ich bin mir sehr sicher, dass hier irgendwo noch eine Handelsstation war. Alte Festung. Wahrscheinlich genau gegenüber. Irgendwo da hinten. Da. Das in der Ferne. Entweder das ist die Forschungsstation, was nicht geil wäre, oder das ist Handel. Solchen Vogel, 12 Monate Glückwunsch. Dankeschön für deine Unterstützung. Nee, das ist nicht die Station. Das ist ein, auf jeden Fall ein Händler. Das ist definitiv ein Händler. So, schauen wir mal. Kajüte, Mission, sammle Proben. Nee, Flohkrebs, Anglerfisch, Scheibenbauch. Die hässlichen Viecher will sie haben. Nur die hässlichsten. So, mein Lager. Können wir schon mal hier was reinhauen? Die Bretter brauchen wir, glaube ich, gleich. Das können wir aber auch mal reinhauen. Schwupps. Fischmarkt. Nimm meinen Dreck, Vibe. So, was brauche ich hier? Holz. Brauchen wir 4 Stück. Werft. Reparaturgroschen und... Ah, guck mal, jetzt sogar Sprengladung. Wie viel Platz braucht das Ding? Ist deutlich besser als meins. Ja, und schon wieder habe ich wieder sehr viel Geld ausgegeben. Und davon brauchen wir diesmal 3 Stück. Ah, ah, ah. 1500. Uff, Freunde. Das wird teuer. Also geschenkt bekommst du hier in dem Spiel nichts, ne? Geschenkt bekommst du hier in dem Spiel absolut nichts. Was haben wir hier für einen Fisch? Ah, der ist nicht so viel wert. Aber weil wir gerade Geld brauchen, hauen wir den hier mal weg. Die Frage ist, wo finde ich jetzt so einen hässlichen Anglerfisch? Habe ich dazu irgendwelche Informationen? Schöne Ostern euch allen. Ja, schön Ostern zurück. Ist Ostern überhaupt irgendwas, was man so richtig feiert? Feiert ihr Ostern? Feiert man Ostern? I don't know. Ist Ostern ein relevanter Feiertag, Chat? Oder sagt ihr, Ostern? Nee. Ein paar Schokoeier, ein Fuffi von Oma, fertig. Anglerfisch ist doch in der Tiefsee. Wahrscheinlich ja, aber... Oh, den habe ich noch nicht gehabt, den hier. Alter, das ist ja ein Oschi. Dattenbrocken, ey. Dattenbrocken. Das ist ein Brocken, du. Das war's, mir geht nicht. So, nimm meinen Fisch, Vibe. Schon habe ich wieder 250 verdient. Das lohnt sich. Es lohnt sich immer ein bisschen rumzufischen. Ist nie verkehrt. Immer die Meere leer machen.
Es wird gegessen. Was aus dem Meer kommt, heißt es. So, wo gibt's hier noch was? Alles her mit. Boah, Alter, was ist das denn hier für ein Cthulhu? Boah, der sieht böse aus. Der sieht richtig böse aus, oder? So einen habe ich auch noch nie rausgezogen. So einen habe ich bis jetzt noch nie aus den Tiefen gecatcht. Ah, Mist. Der braucht 4. So. Boah, mehr geht eh nicht. Den hat... Nee, so einen hässlichen hatte ich letzten Stream noch nicht. Ich hatte einen ganz normalen, aber doch nicht so einen hässlichen. Hm. So einen hässlichen hatten wir schon mal? Ich würde sagen, nein. Oh, der gibt auch richtig schön... Katsching, katsching. Hm. So. So, dann gehen wir mal auf die magische Suche nach den Anglerfischen. Die müssen irgendwo in der Tiefe sein. Alte Festung. Wir waren noch nicht hier. Wir waren auch noch nicht beim Windstrand. Wir waren aber auch noch nie hier in diesen verlassenen kleinen Fitzelinselchen. Deswegen gehen wir dahin zu den Fitzelfitschis. Was gibt's hier? Was ist das hier für einer? Okay, so einen hatte ich auch noch nie. Juwelenzackenbarsch. Boah, und noch so ein Mutant. Ey, ich habe einen fiesen Angellauf. Also im Moment macht der Mann echt gut Geld. Wieder zurück. Kaum will ich auf Abenteuerfahrt gehen, kann ich eigentlich schon wieder zurück. Ich werde hier für immer gestrandet sein, weil ich hier einfach zu viel hotten Kram angel. Und was gibt es? Schon wieder 278. Guck mal, das bringt's. Du machst so 3-4 Touren und dann bist du durch. Hast du schon wieder genügend Geld für Upgrades? Wir könnten uns jetzt rein theoretisch das große, dicke Upgrade schon wieder gönnen. Oh, warte mal. Hier kann man was sprengen. Was gibt's hier? Oh, geil. Ein Upgrade. Also zum Verbessern unserer Technik. Immer nice. Die verkauft ja auch Sprengsätze, die alte. Oh, ey. Gott sei Dank. Das Schiff ist mal nicht sofort explodiert. Was gibt's hier? Nee, das ist wahrscheinlich wieder dieses Aal-Ding. Das will ich nicht. Das ist auch nichts Besonderes. Nee, lass. Braucht kein Mensch. So, schauen wir mal hier drüben. Was ist das hier? Schmuck. Alright. Bin ich dabei. Eine Dublone. Okay, was ist das hier? Oh, yes. Das ist er doch, den wir suchen. Yo. Tiefsee.
Da haben wir noch einen von diesen hässlichen Burschen. So. Ein Mutant wäre auch noch ganz sweet. Aber da gibt's keinen. Kann es sein, dass sie auch nur nachts kommen? Auch nochmal einer im tiefen Wasser. Du bist doch ein, den wir brauchen. Was ist das hier? Gespensterfisch? Geil. Aber Gespensterfisch war nicht auf der To-Do-Liste, oder? Ich glaube nicht. Oh, 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 komm schon, gib mir den Güldenen. Bumm. Ich glaube, der Gespensterfisch... Der war nicht auf unserer Liste. Oh oh, oh oh, oh oh. Paranoia kickt. Paranoia kickt. Lass mal hier eine Runde pennen. Kein Bock jetzt hier das Vieh zu verlieren. Und Skjör, wie findest du Hogwarts? Hogwarts ist ja eigentlich ein Spiel, wo man gar nicht spielen darf, ne? Und dann schon gar nicht hier Freude mit haben. Höchst illegale Aktivität mal wieder. An Ostern gibt's Geld. Bei uns gibt's kein Geld an Ostern. An Ostern gibt's bei uns... Als Kinder gab's bei uns... Also, als ich ein Kind war, gab es bei uns nur Eier suchen. Bei meinem Onkel. Nein, also Schokoeier. Bei meinem Onkel, der war schwarz. Nein, wirklich richtige Schokoeier. Richtige Schokoeier. Und diese Lollis, die mein Onkel immer hatte. Nein, ich meine diese, ihr wisst schon, diese Hasenlollis. An diesem weißen Stiel aus Schokolade. Kommt eigentlich noch etwas von Sons of the Forest Solo? Habt ihr heute meinen Kanal besucht? Habt ihr da... guckt ihr meine Videos? Ist nur eine Frage. Ist nur eine Frage. Ist nur so eine kleine Frage von mir. Oh, du bist es. Was kann ich für dich tun? Ich hab was für dich. Der steht doch auf deiner Liste. Mama, ich geb dir den schlechtesten. So, noch etwas. Irgendwie brutal unhöflich, die Alte, ne? Ich gebe ihr meinen besten Fang. Und sie so, ja, und das war's jetzt? Noch was, oder? Du nervst. Tschüss. Was ist das hier für einer? Schattendelfin. Ne, Hammerhai. Hab ich aber die Angel nicht für. Voll ätzend. Gibt es hier draußen überhaupt was zu angeln? Gibt es irgendwelche kleinen Angelspots? Scheint nicht, ne? War Beastie! Dankeschön für den Sub. Oh doch, da hinten. Da blubbert's. Was ist das? Wow! Oh, nice. Ozeanisch. Oh. Walebomben. Ist das ein Feature? Ich glaube, hier draußen werde ich nur ozeanisch bekommen, oder? Nee. Ich habe was anderes gefunden, aber das ist der, den wir schon haben, oder? Das ist doch hier dieser Geisterfisch. Ja. Also draußen in den Tiefen findet man... sexy Fische. Das war's. So,
So, warte mal. Hier müsste dann irgendwo... Also wir müssen hier raus und die Fische suchen. Aber die scheinen alle sehr gut verteilt zu sein. Oder vielleicht gibt es auch einige nur nachts. Das ist das nächste Ding. Ich verkaufe jetzt mal hier den Fang. Ich verkaufe jetzt erstmal meinen Fang hier, meinen dicken. Gar nicht mal so viel wert. Schade irgendwie. Dafür, dass es hier so schwierig zu fangende Fische sind. Was ist das hier für ein Spuk? Nein! Was gibt's hier? Ozeanisch. Ich fahre weit hinaus auf offener See. Oh Gott, was ist das? Oh mein Gott, was? What? Alter. Oh mein Gott, wie riesig ist das? Sind das zwei oder ist das ein Vieh? Oh mein Gott. Ich will doch nur ein bisschen angeln. Ich will doch gar nichts Böses. Oh Gott, ich höre das Ding. Hey, friss mich nicht, Bro. Ich angel nur deine Familie. Das ist alles. Oh mein... Was? 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 Alter. Ihr habt das auch gesehen, oder? Hat mich das Geld gekostet? Nee, Geld habe ich noch. Mein Schiff habe ich auch noch. Meine Upgrades habe ich anscheinend auch noch. Ich bin der Einzige, der das gesehen hat. Guck mal, er geht eiskalt wieder nach draußen. Angelt wieder weiter. Ich muss da hinten rum angeln, um die dicken Fische zu bekommen. Ich habe gar keine andere Wahl. Oh, oh, Anglerfisch. Ich hab doch gesagt, bestimmt gibt es einige davon wieder nur nachts. Nacktaktiv, die Tiere. Klassischer nacktaktiver Fisch. Ihr habt's ja exakt. Jetzt wissen wir, da draußen gibt es Kreaturen, die so böse sind. Schön viele von denen. Oh, den kann ich jetzt gleich zur Forschungsanlage bringen. Oh nein. Jetzt gibt mir auch noch die Lampe flöten. I don't like this. Was haben wir hier? Was bist du? Nee, dich brauche ich im Moment nicht. Kevin, Dankeschön für den ultra super mega geilen Supporter-Sub. Okay, aber nur, weil es einen Mutant hier geben könnte. Für den Mutanten. Für den Mutanten! Wo ist die Festung? Hier drüben. Was war das? Was kann man da angeln? Aber die will sie nicht. Die hat sie keinen Bock auf die kleinen Piranhas. No Piranhas. Aber egal, die passen gut rein. Kann man schön als Zwischenlösung noch ein paar mitnehmen. Ey, ich würde so gern diese Krake im Zentrum zerbomben. Da hätte ich so Bock drauf, dass wir die wegbomben irgendwie. Forscherin, mein Lager. Hau mal ganz kurz das hier weg. So. Im Netz habe ich auch noch einen rumgurken.
So, Lady. Du bekommst den schlechtesten. 31. 31, 10. Hier, bitte. So, jetzt fehlt nur noch das hier und das hier. Und dafür brauche ich Hadal. Haben wir das? Nee, ne? Das heißt, wir kommen da erstmal gar nicht wirklich weiter. Kann auch im Korb oder im Schleppnetz landen. Schleppnetzkorb. Okay, am Windstrang. Das heißt, wir brauchen ein besseres Schleppnetz. Und spezielle Körbe. Ich glaube, den kriegen wir nicht so easy. Ich glaube, den kriegen wir nicht so easy. Aber damit wir die Story weiterspielen können, brauchen wir die eben. Es wird jetzt alles ein bisschen verzwickter. Gut, was... Oh, hier wieder rauskommen. Was habe ich für eine andere Wahl, außer jetzt zurückzugehen? Schnell noch einen von dem hier mitnehmen. Brauchten wir so eigentlich sogar für eine Mission? Rotschnapper? Ein Rode? Ja, ich weiß, ich brauche eine neue Angel, aber wie gesagt, erstmal haben. Ich habe noch, glaube ich, gar keine Angel, die sowas kann. Ich glaube, ich besitze noch keine Angel. Oh, da müssen wir gleich nochmal hin. Die sowas kann. Die müssten wir erst erlernen. So, Fang des Tages nur für dich, Holdemite. Alter, 155, mehr ist das nicht wert? Ich worke mir hier meinen Asswund und krieg dafür nichts. Hat ihr wieder so ein Ding auf Vorrat? Ja, und ich nehme auch mal die Bombe hier mit. Hm, reparier mal meinen Stuff. Vulkanisch. Mach das Ding hier. Nee, ich habe noch nicht so eine Angel. Die müssten wir erst erlernen. What? Warum war das Ding jetzt Gammel? Ach so, ja, klar, es war alles Mist, weil wir eine Pause gemacht haben. So, sie hat wieder ein... Ich glaube, sie hat jeden Tag eins. Wie gruselig ist das Game von 0 bis 10? 2. Es hat so... es ist auch nicht gruselig. Also es ist kein Horrorspiel oder so. Es ist so ein bisschen spooky. Mit der Thematik. Der Stein summt. Okay, das bringt mir im Moment nichts. Nee, da kann ich noch nichts mitmachen. Jo. Sprengladung. Kabams. Alles zerbröselt. Sehr gut. Und jetzt komme ich hier ran. Was ist das? Oh, yes! Okay, das ist natürlich jetzt ultra verlockend. Alter! Das Gruselige in dem Spiel sind die Minigames. Geil, Mann! Das ist geil. Das ist sehr, sehr geil, was wir da eben gerade hinbekommen haben. Wenn ich jetzt noch ein paar Bretter finde, dann sieht's gut aus, du. Jetzt noch ein paar Bretter finden. Geld habe ich wahrscheinlich genug. Nee, habe ich nicht. Müssen wir auch noch ein bisschen angeln, aber das ist das geringste Übel. Boah, komm. Als her mit. Ihh, Dämon der Tiefe.
Oh, da ist noch einer in Trophäenniveau. Killer Commander, Dankeschön. Für den Supperuni. Dankeschön. Alter, ein Geisterschiff. Da ist es wieder. Kann man damit irgendwas machen? What? Ist einfach verschwunden. Das ist wirklich ein Geisterschiff. Das ist sowas von Geisterschiff, Leute. Was ich mir halt bei dem Spiel noch gewünscht hätte... Boah, ein Blitz! Was ich mir bei dem Spiel noch gewünscht hätte, wäre halt ein bisschen mehr so Monster- und Bosskämpfe. Aber vielleicht kommt das auch noch. Ich weiß es ja nicht, weil wir haben einmal diesen riesigen Anglerfisch. Ne? Und dann haben wir jetzt dieses andere Vieh gesehen, da in der Tiefsee, was auch gigantisch groß ist. Ist das ein Hund? Oh nein, etwas schlüpft. Oh, da ist Holz. Und noch mehr Holz. Oh Gott, da muss ich wieder hin gleich. Jetzt müssen wir erstmal die Fracht abliefern. Weil irgendwas ist in meinem Frachtraum geschlüpft. Das ist gar nicht gut. Ja, mir fehlen halt so ein bisschen diese Monsterkämpfe. Aber ey, das ist auch wieder ein kleines Entwicklerstudio. Mit einer genialen Idee, mit einem geilen Spiel, mit einer schönen Grafik und so weiter und so fort. Timmy, Dankeschön für 28 Monate. Und... Ja, da will ich mich gar nicht beschweren. Das ist ein Top-Spiel. Das ist ein Top-Spiel, ne? Was anderes kann man da gar nicht sagen. Die hier will ich haben. Oder die hier. Macht die Ozeane Schnee, ne? Vielzweckangelrute. Die macht eigentlich dann so alles weg. Ist eigentlich alles geil, was man hier kriegen kann. Küsten und Flachwasser. Küsten ozeanisch. Die wäre eigentlich auch ziemlich nice. Boah, der Ultramotor. Ich brauche mehr Upgrade-Punkte. Ich brauche mehr Upgrade-Punkte. Aber jetzt holen wir uns erstmal die sexy Latten da hinten. So, Frachtraum. Habe ich noch was drin? Ja. Ach, werfe ich jetzt mal ganz schnell rein. Ich kann es eh nicht upgraden. Müssen wir jetzt nicht in die Werft, in den Stock reinwerfen. Ich brauche die Latten und ich habe genügend Geld, aber wenn ich die ansammle, bin ich pleite. Hat da nicht eben auch was gefunkelt? Ich höre den Hund. Ne, das ist Stoff. Das hier ist schon mal Stoff. Habe ich aber auch nichts mehr vorrätig, deswegen take it. Nimm den Stoff, mein Sohn. So. Alles klar, das drüben war, glaube ich. Ich glaube, es war Holz, oder hier? Das sieht nach Holz aus. Ja! Doppellatte. Das sieht nach einer bulgarischen Doppellatte aus. Man möge mir die bulgarische Doppellatte reichen. Oh, wow, Upgrade. Da sage ich auch nicht nein zu. Da sage ich auch nicht nein zu. So, und hier drüben nochmal Latten. Doppellatte! Doppeldödel!
Ist aber auch wieder so ein Spiel, wo ich echt auch gerne durchspiele, ohne dass ich das Bedürfnis habe, so, oh, ich weiß nicht, spiele ich es denn nur durch jetzt, weil die Leute danach rufen. Sondern es macht wirklich Spaß. Es ist so ein Spiel, man freut sich richtig, es zu spielen. Im flachen Wasser springt ein dünner, brauner Hund herum. Von Zeit zu Zeit versucht er, sich einen der kleinen, silbrigen Fische zu schnappen. Seine Technik ist wenig effektiv. Du springst von Bord in das oberschenkeltiefe Wasser. Der Hund unterbricht seine erfolglose Jagd und sieht dir zu dir herüber. Streichel den Hund. Du bist zu weit weg, um den Hund zu streicheln. Ruf den Hund. Der Hund wedelt kurz mit dem Schwanz, rührt sich aber nicht. Näher dich langsam. Du wartest auf das Ufer zu. Als du näher kommst, weicht der Hund ein wenig zurück, dann setzt er sich. Du wirfst dem Hund ein paar Essensreste zu, die im Sand landen. Der Hund verschlingt sie und frisst dabei auch den Sand mit. Das putzt den Magen. Du bist zu weit weg, okay? Ruf den Hund. Du lockst den Hund mit sanften, ermutigten Worten. Er nähert sich vorsichtig und bleibt dann knapp außer Reichweite stehen. Du bietest ihm in der Handfläche einige Fischreste an. Der Hund nähert sich zögerlich, beginnt dann aber daran zu lecken. Du streckst die Hand aus und tätschelst den Hund sanft. Er scheint zu verstehen, dass du keine Bedrohung bist. Erneut ein wenig tätscheln. Das scheint ihm zu gefallen. Du kraulst erneut dem Hund die Eier. Es scheint ihm zu gefallen. Jetzt wirst du langsam ein wenig zu aufdringlich. Der Hund sagt, ey, yo, bisschen Personal Space, Dude. Und du gehst zurück an Bord. Während du durchs Wasser wartest, hörst du das platschende Geräusch von vier Beinen, die das Wasser durchpflügen. Du hältst an und drehst dich um. Der Hund steht ein paar Schritte hinter dir. Er hebt fragend den Kopf. Na komm. Du gehst weiter, jetzt mit dem Hund an deiner Seite. Er wedelt so begeistert mit dem Schwanz, dass das Wasser hinter ihm aufschäumt. Als du beim Boot angekommen bist, ziehst du den Hund zu dir an Bord. Oh, ich hab einen Hund. Kann ich ihn behalten? Du hebst den Hund ins Boot. Er sieht sich kurz um. Dann rollt er sich zusammen und sieht zu dir hoch. Vielleicht findest du ja ein richtiges Zuhause für ihn. Oh. Der Hund dient als Haiköder. Okay, mega, 19 Monate. Glückwunsch, du hast einen Haiköter. Verstehst du? Haiköter, okay. So, wer will haben, dass wir den Hund als Köder missbrauchen? Der hebt jetzt die Hand. Alle im Chat. Alle. Aber wer will denn einen Hund? Ich habe keine Ahnung, wer einen Hund will. So, das letzte Holz. Im Lager ist wieder alles voll. Boom! Und der Mann ist pleite. Und der Mann ist schon wieder pleite. Jo, wir haben mehr Platz. Bisschen zumindest. Verbessert dein Boot auf einen Stufe 4 Rumpf, fügt 15 neue Frachtplätze hinzu. Geil. Der Rumpf hält einen zusätzlichen Zusammenprall aus. Sexy. Wie sieht das Boot jetzt aus? Verändert sich das Boot optisch? Ich sag immer ja, aber irgendwie bin ich mir nicht so richtig sicher. Chat, verändert sich unser Boot optisch? Jein? Ja? Nein? Ich weiß es nicht. Ja. Bisschen halt, ne? So, wir haben jetzt einen Hundi.
Sturmklippen. Wer will einen Hund? Gehen wir mal nach Großmark zurück. Sup. Sip. Welcher gutherzige Mensch braucht denn einen Hundi? Ich glaube, so einen brauchen wir noch, oder? Ist das ein blauer? Ja, eine blaue Makrele. Igitt, Alter. Klumpenmakrele. Kleinen Joan aus dem Wasser geangelt. Hier war doch irgendwo so ein hungriger Mann. Boah, geil, schon wieder Holz. Kriegt die Tür nicht zu. Kriegt die Kajüte nicht zu, Mann. Womit habe ich das verdient? Plötzlich hier Holz zu bekommen und so ein Kram. Zwei Latten. Why not? Das hier Eisen. Na gut, jetzt ist auch wieder ein bisschen knapp geworden, ne? Ah, was mache ich da? Was ist das hier? Stoff? Yes, ein Need. I need the Stoff, man. I need the Stoff, man. Denn ohne Stoff hab ich immer nur Zoff. Bringen wir den Kram hier ins Lager. Irgendwo war doch noch so ein Kutten, Franz. Boah, plötzlich Felsen out of nowhere. Einen hässlichen. Gibt nichts Geileres als einen hässlichen Fisch zu angeln. So, braucht hier irgendjemand einen Hund? Hat hier irgendjemand Bedürfnis, Interesse an einem Hund? Ein Stück Papier haben wir auch noch. Kann man den ins Lager? Der Hund lebt nun in meinem Lager. Oh, warte. Ah. Hier, bitteschön. Nee. Mann, es müsste irgendwas geben, um das Lager zu verbessern. Ich hole mir hier noch Fischis. Weil ich habe im Moment wenig Geld. Ich brauche Cashews. Darum nehmen wir die hier mit.
Bam. Ja, ich bin voll. Ich bin voll. Der Hund für den trauernden Vater. Hm. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob der trauernde Vater sowas haben will. Ich habe keine Ahnung, wer Bock auf einen Hund hat. Da bin ich schon wieder voll, ne? Nö, da passt nichts mehr rein. Die rothaarige Frau. Die Forscherin braucht einen Hund. Für was sollte sie ihn brauchen? Aber wir können es gerne versuchen. Wir müssen eh nochmal zu ihr hin. So, aber ich muss auch die Dinger wieder reparieren. Ja, also es lohnt sich schon, die Netze direkt so vor der Haustür rumliegen zu haben. Ist nicht verkehrt, sagen wir es mal so. Es ist nicht unbedingt dumm. Wir müssen jetzt aber nur gucken, dass wir die richtige Angel noch bekommen. Dafür brauchen wir Upgrades. Wie gesagt, im Moment kann ich so eine noch nicht kaufen, so eine Hadal. Hadal ist einfach nicht drin für uns im Moment. Das Einzige, was ich einbauen könnte, wäre eine ozeanische Angel. Und wir können halt nochmal zu diesem Kuttenmann. Der wird uns bestimmt auch noch irgendwas Geiles geben. So, hier wieder so einen hässlichen. Ugly Bob. Gut. So, warte, das Ding hier ist kaputt. Dann nimm meinen Kram. Alter Fischer. Ey, es lohnt sich einfach. Es lohnt sich immer wieder hier ein bisschen was mitzunehmen. Aber wie kann ich denn hier schneller an Upgrades rankommen? Also, Angeln. Die macht Hadal. Die macht nur vulkanisch. Ich habe 2 Punkte. Küsten, Flachwasser, Mangroven und vulkanisch. Könnte ich damit machen. Was habe ich... Was haben wir hier? Haben wir hier irgendwas? Was das... Nope. Da muss ich bis hier hin spielen. Nee, Moment. Ach, die kann ich schon holen. Die kann ich schon holen. Lady Torino. Jetzt mal ganz im Ernst. Kein Sons of the Forest. Weißt du, du kommst hier in meinen Chat rein. Ja? Und schreibst einfach kein Sons of the Forest. Warum schaust du denn die Folge von heute nicht? Ich verstehe das nicht. Bekommt ihr diese Videos nicht angezeigt? Guckt ihr nicht wirklich nach? What's the problem? Ich würde es ist jetzt nicht böse gemeint, aber das fragen immer so viele. Ja, aber wenn die Leute doch so ein Interesse haben, sogar im Stream danach fragen, dann muss man doch mal kurz gucken können. Das gibt es doch nicht. So, dann kann die hier eigentlich weg. Die brauchen wir nicht mehr. Boah, jetzt habe ich die falsche Angel verkauft. Hm.
Moment, die muss man lagern. Echt jetzt? Kann man die nicht verkaufen? Warum nicht? Zurückwerfen. Man kann sie nur wegschmeißen oder was? Ja, brauche ich nicht mehr. Kacke. Warte. So. Die kriege ich ja hier auch nicht hin. Doof. Nö. Egal wie ich es mache, ich habe nicht genügend Platz für beides. Richtig doof. Ich hätte so oder so die andere Angel in groben Küstennähe. Hm. Richtig, richtig doof. Nee, an Motor kann ich keine Angel bauen, oder? Warte. Ich kann an den Motor eine Angel bauen unten? Nee. Das ist Motor. Da kann ich nur Motor hinbauen. Nee, im Moment bekomme ich beide nicht unter. Ist halt eben nur mal so. So, wir haben jetzt die Angel und wir müssen nach Windstrang, glaube ich. Da waren wir auch noch nie. Okay, let's go. Das ist die Richtung einfach durch. Da müssen wir jetzt durch, liebe Kinder. Okay, so einen hatte ich auch noch nie. So einen hatte ich auch noch nie. Aber den will die Ische nicht. Boah, Mutant. Nice. Was? Na, 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 na. Twinkle, twinkle. So, ich bin immer noch auf Kurs. Gott sei Dank haben wir so einen schnellen Motor. Was ist das hier? Küstennähe. Blaue Makrele. Nee, braucht kein Mensch. Ist das schon die Sturminsel? Ich bin so schnell da drüben. Das ist ja Wahnsinn. Das Boot hat echt einen irren Speed. Das muss man dem Boot einfach lassen. Oh yes! Upgrade! Dankeschön. Schrottboot. What? Oh mein... Yo! Schläfst du auch mal? Oh, weg! Okay. Das Ding ist ganz schön angepisst. Vielleicht schläft es nachts. Mal nachts hingehen. Eine Erkennungsmarke habe ich gefunden. Altes Flugzeug. Latten! Latten, ahoi, Captain! Schnappt euch die heißen Latten! Captain, mein Captain! Kräftige Latten voraus. Bin ich dabei.
Flugzeug macht Geräusche, aber man kann damit nichts machen. So, ein Fisch findet man irgendwo hier. Moment, wir schauen kurz rein. Windstrang. Ne, Moment, Sternenbecken. Ach so, das ist es, Sternenbecken. Ha. Also muss ich doch dahin. Alles findet man hier. Toll, dann können wir uns ja wieder zurück teleportieren. Können wir gleich wieder einen Teleport machen. Machen wir auch gleich. Aber erst schauen wir uns noch ganz kurz hier um. Oh, boah, was ist das denn? Alter! Killerranken. Und irgendwelche neuen Fische. Flechten. Was es hier für Mutanten wieder gibt. Boah, noch einer von denen. Krass. Einfach nur krass. Ist das eine Händlerin? Ja. Das ist ein mobiler Fischmarkt. Hm. Die sind frisch. Was? Der ist verdorben. Nö. Verdorben frisch. Schmeckt richtig gut. Weißt du was? Hm. Ich mach mal so eine hier. Und schmeiß sie mal da drüben über Bord. Hm. Hier gibt's nichts. Aber ich kann mir das hier gönnen. Bams. Und als nächstes brauchen wir unbedingt das hier. Das wird super, super wichtig für uns. Dass wir das hier auch haben. Was? So. 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 Hier brauche ich ja eh nicht mehr, komm. Kann ich über Bord werfen, die ozeanische. Alter, geil. Jetzt kann ich auch mit der Angel wieder ein bisschen experimentieren. Oh, das wollte ich gar nicht. Stopp. Das war gar nicht mein Plan. Ich schmeiß mal so eine hier hin. Blub. Ja, und dann gehen wir wieder da drüben hin. Was kann man hier angeln? Als hier mit den Fischen. Daddy braucht Geld. Ich habe wieder super viel ausgegeben. Ich bin schon wieder pleite. Als her mit dem Lachs. So, warte mal. Das heißt also, wir müssen doch wieder ins Sternenbecken zurück. Hm. Der Dunkelheit ist halt gefährlich. Ist das? Ah. Dolphins. Kleine Lundgrens. So, wir müssen hier durch, hier dran vorbei. Und dann direkt in den Zentral-Larry.
So, schauen wir mal. Ich habe jetzt die richtige Angel, aber ich habe noch nie einen Spot gesehen. Ne, das sind ja hier wieder nur diese Anglerfische. Vielleicht auch mal hier so ein Hummernetz rauswerfen. So eine Krabbenreuse. Einfach mal hoffen, dass wir was Tolles bekommen. Weil jetzt brauche ich erstmal wieder Bargeld. So. Hier drüben ist die Festung. Ich habe schon wieder dieses Schiff. Ich würde gerne mal wissen, was hat's mit dem Schiff auf sich. Da wäre ich sehr interessiert. Mehr Informationen über das Schiff zu erlangen. Ah, an dem gehen wir erstmal vorbei. Mit dem legen wir uns erstmal nicht an. So, hier gibt es viele Krabben. Etwas schlüpft in deinem Frachtraum. Dinge, die schlüpfen, sind irgendwie nie gut. So, nimm es, altes Fischersweib. Hab ich hier irgendwas? Ja, als nächstes würde ich einen Motor machen, ne? Licht finde ich irgendwie nie so super wichtig. So, alles wird repariert. Das brauche ich im Moment nicht. Kennen wir mal eine Runde. Ah, Moment. Es geht aber auch immer alles so schnell ins Geld. So, dann hauen wir mal eine raus. Ob ich da das bekomme, was ich will? I don't know. Gut, wo könnten denn die Hadal-Fische sein, wenn sie im Sternenbecken sind? Wo könnten sie sein? Das da hinten ist bestimmt ozeanisch. Und vielleicht ist es auch Hadal. Ozeanisch. Das ist ein Hammerhai. In der Mitte. Also wenn ich ihn verjage oder was? Dann muss ich den nochmal verjagen, den Dude. Aber so eine Reuse, eigentlich müsste man so eine an jeden Fischmarkt hindroppen, ne? Ausnahmslos. Ripper F13, dankeschön. Gut, hauen wir nochmal den Generator an. Haben ein bisschen Krach hier. Oh, das ist doch einer. Das ist doch einer, den wir brauchen. Das sehe ich doch sofort. Den brauchen wir. Den hässlichen Kameraden hier brauche ich. So, was ist das hier? Oh ja, also alles eingefangen, was man fangen muss. So lobe ich mir das doch. Vielleicht, wenn ich es hinbekomme.
Aber ganz knapp. So, das war's. Ja, hier brauche ich irgendwie so einen salzigen Krängel für ihn. So einen schönen kleinen Krustenkrängel will er haben. So, Lady. Ich denke, ich habe genau das, was Sie wollen. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche willst du zuerst hören? Die schlechte. Die schlechte Nachricht ist, dass die Proben, die du aus dem Becken geborgen hast, eine bedenklich hohe Anzahl von Zellmutationen aufweisen. Die gute Nachricht ist, dass ich herausgefunden habe, was die Anomalie im Ökosystem verursacht. Dies deutet alles darauf hin, dass das Ding im Becken gefährlich für alle Organismen auf zellularer Basis ist. Es schädigt alles in seiner Umgebung, entweder passiv oder mit Vorsatz. Ich muss einen Bericht aufsetzen und meine Ergebnisse zusammenfassen. Verzeihung, unsere Ergebnisse. Vielleicht wird mich ja jetzt jeder ernst nehmen. Oh, wie unhöflich von mir. Nach allem, was du für mich getan hast und ich besitze kaum etwas, womit ich dich belohnen könnte, nimm doch das hier. Sie zieht eine Schublade auf und holt ein Buch heraus. Schüchtern reicht sie es dir. Etwas, das ich während meiner Studien aufgeschrieben habe. Ich denke, es könnte dir nützen. Danke nochmal für deine Hilfe. Ich würde dir raten, das Gebiet zu meiden. In der Nähe des Beckens scheint es nicht sicher zu sein. Ja, aber... Okay, aber... Aber wie kann ich denn jetzt... Diese Kreatur weglocken? Dieser Hund hat kein Zuhause. Willst du ihn vielleicht? Ein Hund? Lass mich mal sehen. Der Hund springt auf die Forscherin zu. Sie geht in die Hocke, um ihn zu streicheln. Der Hund schlägt ihr das Kinn ab. Ich würde ihn gerne abnehmen. Ich würde mich sehr über Gesellschaft freuen. Bist du sicher? Yep. Hey. Ja. Ich danke dir. Oh. Wir werden uns gut verstehen. Er kann mein Assistent werden. Plötzlich richtet der Hund sich auf und beginnt zu würgen. Sekunden später erbricht er sich auf den Boden. Etwas Glitzerndes in der schleimigen Masse. Oh, das ist ja interessant. Das gehört wohl dir, wenn du willst. Ich kann den Rest sauber machen, keine Sorge. Okay, wir haben den Hund abgegeben und ich habe ein bisschen Schmuck bekommen. Pumpbird, Dankeschön. Und Owl, Hype Train, Chuchu, sagt der alte Owl. Ja, aber was brauche ich denn, um die Kreatur wegzulocken? Irgendeinen salzigen Kringel will sie ja, ne? Sie will ja so einen kleinen Salzkringel haben. Ah, ich muss erst die alte Zuverlässige erlernen. Ja gut, dann stecken wir da unser Wissen hinein. So, jetzt schauen wir mal rein. Missionen. Fange einen Fangzahnfisch. Psst, hey! Fangzahnfisch, okay. Entzünde die Flammen. Suche nach Relikten. Finde den Ring im Sternenbecken. Na, das ist nicht der Ring. Oh nein, es ist die Fracht wieder gammeln, ne? Verdorben. Oh, ich hätte nicht pennen dürfen. Ich hätte nicht pennen dürfen. Oh, boah. Holy crap. Holy crap, baby.
Lucky Pingu, moin moin. Dankeschön für deine Unterstützung. Dev Dragon. Dankeschön. Ich bin wieder belohnt von allen Seiten. Ich werde wieder von allen Seiten belohnt. So, was hier drin? Oh, die hatte ich auch noch nie. Blaue Krabbe. Die hatte ich auch noch nie, die blaue. The Blue Crab. So. Ich brauche also irgend so einen Kringelring. Gehen wir nochmal an die Maschine ran. Pushen das Ding nochmal runter in die Tiefe und dann schauen wir mal, was sie da genau haben will. Also, Generator. Abschreckungsmaschine aktivieren. Sehr gut, wird abgeschreckt. So. Jetzt hat das Ding wieder eine Heidenangst. Das Vieh kackt sich wieder richtig kräftig ein. Oder ist der irgendwo hier? Nein, sonst hätte ich ja nicht diese Ringoption da. Hier ist der Punkt. Ach Moment, jetzt kann ich angeln. Okay, ich bin selten dämlich anscheinend. Da habe ich ihn schon. Das war's. Ich bin einfach nur ein sehr dummer Mensch. Okay, cool. Ich bin einfach nur sehr dumm. Putz! Bams! Psst, hey! Dankeschön, Dr. Stylish. Du gehst hinein und legst dem Sammler den juwelengeschmückten Ring auf den Tisch. Seine Augen weiten sich. Wir machen gerade große Fortschritte und ich weiß, was du denkst, aber ein solches Objekt würde auf jeder Auktion Höchstpreise erzielen, aber für uns hat es auch einen ideellen Wert. Wie dem auch sei, du hast dir die Belohnung verdient. Eröffne das purpurne Buch. Der Bücherrücken knackt hörbar. Vorsichtig wählt er eine Seite aus und beginnt laut vorzulesen. Die Worte klingen gedämpft, als würden sie durch dichten Nebel dringen. Du hörst ein Grollen, dann ein Knistern in deinen Ohren. Plötzlich verzerrt sich deine Sicht und in deinen Ohren knallt es. Er schließt das Buch. Wir müssen weitersuchen. Ich habe darüber nachgedacht, wo wir noch fündig werden könnten. Ich kann mir vorstellen, dass der Schlick von Windstrang allerhand Dinge verschluckt, wäre sicher ein Versuch wert. Ich markiere eine Stelle auf deiner Karte, wo du mit der Suche beginnen kannst. Noch etwas? Alright. Dann denke ich mal, das nächste Biom. Mildi, Dankeschön und Semiline haut zwei mega geile Sub-Doodles in den Eierkorb. In den osterlichen Eierkorb. Jetzt wird abgeäustert. So. Norus, Dankeschön. Er lässt eine Stufe 1 Sub da. Muss man erstmal machen. So viel Mut muss man erstmal haben, ne? Einfach hier so eine Stufe 1 Abo dazulassen. Respekt. Was ist das für eine Kabeljau? Brauche ich eigentlich gar nicht. Blauen bräuchte ich, weil hier war doch irgendwo dieser Kuttenmann. Flunder, habe ich hier vielleicht einen drin? Nope. Das ist der Kabeljau. Ob ich hier noch einen auf der Schnelle finde. Hier vorne, das müssen noch welche sein.
Der wollte, glaube ich, so eine blaue Makrele. Ich weiß gar nicht mehr, wo der war. Der war hier ganz in der Nähe. Ganz in der Nähe war doch so ein Kuttenbärt, der Hunger hatte. Stahlspitz war... Ne, der war eher hier, auf diesen Inseln. Schwarzfelsinsel, da könnte er gewesen sein. Das wäre dann hier so lang. Echt, du bist sonst immer bei Knu und jetzt zum ersten Mal bei mir? Und habe ich dich schon abgeworben? So. Wo bin ich jetzt? Hier war das irgendwo, ne? Hier war doch irgendwo der Onkel, da vorne ist er doch. Bedrohlich. Irgendetwas stimmt da nicht. Die Gestalt mit Kapuze ist zusammengesackt. Das lange Gewand bauscht sich wild. Du beobachtest sie aus der Ferne, aber sie rührt sich nicht. Du wendest dich ab und gehst leise. Was? Der ist jetzt verhungert, oder was? Oh, nee, Alter. Ist der verhungert? Gestalt in Gold. Die Person ist verstorben. Was? Das wusste ich nicht, dass die versterben. Oh nein, dann ist die Gestalt in Gold auch definitiv tot. Der will was haben? So ein Fangzahn oder sowas, ne? Ja, ich muss einen Fangzahnfisch fangen. Oh Gott, ich hatte ja keine Ahnung. Jetzt ist der Goldene bestimmt auch hinüber. Ich hatte ja keine Ahnung. Ein Fangzahn. Anomalie, davon habe ich noch gar keine gefunden. Auf einer See. Was ist denn ein Fangzahn? Ist das vielleicht ein, das ist ein Hammerhai, aber ist das ein Fangzahn? In den Mangroven habe ich noch gar nichts gefunden. Da könnte auch ein Fangzahn rumlungern. Panzer. Ich glaube, bis jetzt habe ich noch nie einen Fangzahn gefangen. Boah, ist das fies, dass einige Missionen einfach so für immer kaputt sind dann, ne? Die kannst du dann voll vergessen. Was habe ich denn noch für eine Mission? Mission. Gürtelschnalle, seltener Fisch. Riemenfisch. Ein Pelkinal. Ne, ein Pelikanal. Ein Pelkinal. Ein Pelkianal. Ein Riesentiger. Und ein Quastenflosser. Neophönix. Bei den Büchern bekommt man Bonis? Welche Bonis? Bei den Nachrichten oder was? Moment. Ach, hier. Wie kann ich denn das lesen? Moment, das liest der so nebenbei, oder was? LOL. LOL. Und ich wusste das gar nicht. Ozeanisch. Ja, ich glaube, ich brauche mal wieder so eine Ozeanangel. Einfach durch die Gegend cruisen. Und dann liest er das Ding und hat auf einmal das Wissen, das Ultimative. Frech. Oh, die Fische sind verschwunden, weil es jetzt wahrscheinlich dunkel wird.
Und durch den Wechsel habe ich jetzt die Fische verloren. Okay, rumfahren und... Was gibt's hier? Oh, nö! Boah, das ist echt fies, dass jetzt irgendwie alles so Riesenkrabben sind. Wo sind die guten alten Boote hin? Na gut, ich bin eh völlig falsch. Was haben wir hier? Was ist das? Den haben wir ja schon. Hey, hier soll es doch einen besonderen geben. Wo ist der besondere? Wo ist der besondere Fisch? Der ist schon verdorben. Da haben wir ihn. Den habe ich auch schon, glaube ich. Ich glaube, den hatte ich schon. Den hatte ich schon. Dankeschön für den Gifted. Für den Giga Gifted Sub. Ja, gut, was ist das denn hier? Bann. Ah, da kann ich das Böse vorübergehend fernhalten. Interesting. Oh, den hatte ich noch nicht. Den hatte ich noch nicht, der ist neu. Psst, hey! Dankeschön, Stylish, für weitere 100 Bits. Sehr wohlschmeckend. Die munden mir sehr. Guck mal, nochmal gefangen. Krass. Wo bin ich denn jetzt? Bin ich irgendwo hier? Noch ein bisschen Schmuck. Ich habe hier Glück und ich finde ein Upgrade. Zwei Upgrades noch und ich kann meine Angel wieder verbessern. Aber leider nein. So, angeln wir hier noch rein. Geht nicht. Flachwasser. Ja gut, dann geht's jetzt zurück. Hauen wir den Fisch hier weg. So, hauen wir den Fisch hier weg. Oh, jetzt kommen irgendwelche Vögel. Nee, 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 Vögel. Nee. Die Leuchtturmwächterin kommt am Dock auf dich zu. Sie sieht dich fragend an. Du musst jetzt schon fast alle Inseln einmal besucht haben. Hast du gefunden, wonach du suchst? Ich fische nur. Sie schreckt bei dieser frechen Lüge zusammen. Warum misstraust du mir so? Was habe ich getan, um das zu verdienen? Sie wendet sich von dir ab, schüttelt den Kopf und murmelt etwas in sich hinein. Dann geht sie zurück zum Leuchtturm. So, nimm meinen Stuff, alter Mann. Endlich wieder Geld bekommen, 519, da kannst du nicht motze. Der ist kannst du nicht Schee-Schwätzer. So. Upgrade Nada. Ressourcen am Ende. Aber das Boot ist bald auf Maximum. So, wir holen erstmal noch hier die Hummerreusen rein. Geht wieder nicht. Ätzend. Ätzend! So, nimm.
So, jetzt aber. Na komm, wenn ich schon dabei bin. Schwupps. Gib mir noch einen Fisch. Gib mir noch einen Mutanten. Gib Daddy noch einen verkrüppelten alten Mutanten, dann ist Daddy glücklich. Wie sieht es denn jetzt aus mit dieser, mit diesem Buch? 99. Was passiert dann? Da bin ich mal gespannt. So, was habe ich da jetzt für einen Bonus? Wo sehe ich hier meinen Bonus dann aber? Nachhaltiges Fischen. Korrekte Motorenbedienung. Okay, ich lese einfach alles durch. Silberne Zunge. Kriege ich da mehr Geld? Ah, nochmal ein Huni. Blub. So, wo müssen wir hin? Wir müssen jetzt nach Windstrang. Die Richtung also. Die Fertigkeiten sind unten. Unkomplizierte Technik, um seine Angelausrüstung effektiver nutzen zu können. Allerdings war nur wenig Neues dabei. Abgeschlossen. Und wo sie jetzt die Fertigkeit? Eine kurze Erklärung, worum es in dem Spiel geht. Angeln. Es geht ums Angeln. Und um finstere Naturgewalten, die ihr Unwesen treiben. Oh Gott, was sind das schon wieder für unheimliche Geräusche hier? Ey, Augen. Setzen wir mal die Fähigkeit hier ein. Wie lange geht denn das? 10% erst? So lange dauert silberne Zunge. Ist auch noch ein Wirbelwind. Komm schon. Oh, meine Psyche. Sie wollen meine Psyche. Komm schon, Daddy-O. Oh mein, was? Alter, wie der Wirbelwind Gas gibt, ne? Oh. Irgendwas kaputt? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, meine Freunde. Hm. Jede Menge Schrott kannst du haben. Haben wir hier nicht noch eine da vorne. Oh! Fallschwanzkrebse gibt's hier. Okay, cool. Sehr, sehr cool. Oh, die geben auch ganz gut Geld, finde ich. Die geben auch ganz gut Geld. So, hauen wir es erstmal hin. Der Tag war hart. Reparieren wir noch hier. Schwupps. Und raus den Klaus. So, hier müssen wir jetzt wieder irgendwas machen.
Und zwar müssen wir in das finstere Gewässer einfach reinschwimmen. Und hier gibt es auch neue Fische. Neue, einzigartige, hast du noch nie gesehen, Fische. Ein Riffbarsch hatten wir noch nicht. Und direkt hier einen neuen Rekord oder was? Neue Fische, die wir noch nie hatten. Was ist das für einer? Ein Knochenhecht. So, nehmen wir sie mal alle mit. Nehmen wir sie alle mal mit, die neuen Fischis. Den hatten wir aber schon, oder? Ja. Ja, den hässlichen Spaghettifisch, den hatten wir schon. So. Was ist das denn? Die sieht aus wie eine Falle, ne? Muss ich da irgendein Vieh reinlocken? Das wäre mal richtig geil, wenn sowas ginge. Kannst du haben. Und ich kann schon wieder pennen. Wie schnell die Zeit hier vergeht. Aber guck mal hier, 400 für die Fische. Hat sich voll gelohnt. Auch schon wieder gut Geld. Das hat sich mal wieder überaus gelohnt. Was ist hier drüben? Ist das ein neuer Fisch? Nö, aber wir nehmen ihn mit. Immer in der Hoffnung, einen neuen Mutanten zu finden, den wir noch nicht kennen. Oh. Flachwasser habe ich nicht. Ich nix haben die Flachwasser. Komm, gib mir mal einen Mutant. Warum sind die Mutanten denn auf einmal so selten hier bei denen? Komm, einer geht noch. Ist wie Lotto irgendwie, ist wie Glücksspiel. Angeln. Absolut Glücksspiel. So, wo bin ich denn jetzt? Ich muss hier rein. Was habe ich hier? Flaschenpost. Oh, ich muss das sprengen. Okay, wir brauchen was zum Sprengen. Da sehe ich doch jetzt schon, dass wir da was sprengen müssen. Nee. Ih, was ist das denn? Oh, snap. Moment, verfolgt mich das Ding? Ich hoffe doch, nein. Oh doch, das Ding verfolgt mich. Ei, 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 ei. Oh, was Neues. Oh nein, das Ding kommt. Wels.
Bleib weg. Viech. Bin ich denn jetzt gelandet? Okay, hier rum. Direkt hier vorbei. Alter, das ist ja voll die ätzende Gegend. Darf ich hier angeln? Was? Jetzt haben sie hier einfach irgendwelche... Das ist ja fies. Irgendwelche Wurzeln sind jetzt einfach so gekommen. Ich komme jetzt da nicht durch. Oh, das ist voll das Labyrinth. Sind die Wurzeln weg? Yes. Das sind aber hier wieder Wurzeln. Warte. Die können wir umschiffen. Wo bin ich jetzt? Ah, hier. Was gibt es hier Magisches? Oh! Noch was Neues. Direkt eine hässliche Mistgeburt geangelt. Wo ist aber ein... Das ist ein großes Vieh. Wieder noch ein größerer, oder? Ja, den will ich haben. Der gibt eh kein Geld. 1,13 Meter, 1,13 Meter. 1,13 Meter verdorben. Na, auch schon wie schnell sind die bitte schön verdorben? Dann nehme ich doch lieber die unverdorbene Beute mit. Was bist du? 1,74, 1,27, 1,11. Gut. Na, ich will hier raus. Komm schon. Mach auf. So, hier ist der Laden. Och, jetzt auch noch was geschlüpft. Ätzgegend. Ich brauche Dynamit. Hm. Nimm meinen Fang. Der gibt wenigstens ordentlich Cashews. Hm. Reparier meinen Kram. Gib mir Dynamit-Vibe. Scheibenwilli, guten Abend. Frohe Ostern und yada yada. Meine Religion. Meine Religion ist die Religion des Yadas. Das große Yada-Fest. Wer kennt's nicht? So, jetzt aber. Oh nein, hier ist wieder so ein komisches Monster, so ein Ätz-Monster. Was ist das hier? Abgestürztes Flugzeug. Da lebt doch garantiert jemand. Ein großer Mann beobachtet dich durch den aufsteigenden Rauch eines Lagerfeuers. Er schnitzt beiläufig an einem Stück Holz und steht auf, als du an Land kommst. Fremder! Nach deinem Gesichtsausdruck zu urteilen, hast du schon Bekanntschaft mit den hiesigen Bösewichten gemacht. Setz dich doch. Du setzt dich zu ihm ans Feuer. Ich versuche, sie aus diesem verdammten Dschungel zu vertreiben, seit wir hier abgestürzt sind. Die Jungs haben sie Geisterfresser genannt, weil sie einem den Verstand rauben. Sie ließen uns Dinge sehen und Dinge tun.
Ich möchte dich bitten, mich vor ihr von hier wegzubringen. Allerdings erst, wenn ich mein Geschwader gerecht habe. Einige von uns stürzten im Nebel ab, krachten in Baumkronen oder fielen ins Wasser. Jene, die überlebten, sammelten sich hier unter der Krone dieses großen Baums. Doch er bot uns nur dürftigen Schutz. Bevor Hilfe kommen konnte, schwand unsere Zahl, dezimiert durch Feinde und durch den Wald selbst. Ich habe in all den Jahren schon jede Menge Möchtegern-Helden kennengelernt. Doch keiner wollte mir helfen. Bist du etwa anders? Ich dachte mir schon, dass du der Richtige bist. Du hast das gewisse Etwas. Hör mir zu. Zuerst müssen wir die verstreuten Teile des Mörsers meines Geschwaders finden. Damit können wir den Bestien dann ordentlich einheizen. Nördlich und östlich von hier sind noch andere Flugzeuge abgestürzt. Ich markiere dir die Absturzstelle auf der Karte. Dann kannst du nachsehen, was dort zu holen ist. Okay. Schiffswracks. Nein, alles, was hier endet, wird schnell vom Schlamm verschluckt. Teuflische Kreaturen durch und durch. Sie verfolgen einen entlang der Wasserwege. Und dann plötzlich aufzutauchen und ihr grässliches Lied anzustimmen. Beim ersten Mal erschienen mir die Schatten meiner Kameraden. Sie griffen nach mir. Es war wie ein Fiebertraum. Als ich endlich wieder zu mir kam, war ich mit blutigen Kratzern übersät. Sie müssen mich durchs Unterholz gejagt haben. Seither versuche ich, dem Feind, wenn möglich, aus dem Weg zu gehen. Sie scheinen vor allem auf Bewegung zu reagieren. Also sei vorsichtig. Okay. Exodus, du hier? Krass. Ich dachte, du wärst schon längst davon. Längst raus aus der Sekte. Synetic, dankeschön. So, wir müssen also Teile finden. Das ist unser Ding. Wir müssen Teile finden. Irgendwo da oben soll was sein. Also gehen wir da mal hin. Mist, ey. Ich brauche mehr Upgrade-Sachen. Ich brauche mehr Upgrade-Kram. Viel mehr Upgrade-Kram. Da in die Gabelung rein. Nee, die. Die hier. Oh, es gibt's nicht. Einmal leicht anditschen und dein Boot ist Schrott. Ey, weg! Weg, du Ausgeburt. Oh Gott, da hinten höre ich noch mehr Kreaturen. Komm schon, gib mir Upgrade. Gib mir Upgrade. Boy. Ich brauche nur Upgrade. Metallschrott ist, glaube ich, gar nicht mehr wichtig für uns. Komm schon. Brauche ich nicht. Brauche ich absolut nicht. Was gibt's hier? Let's do it! Eine Ausgeburt der Hölle geangelt.
So, wie komme ich hier wieder raus? Irgendwie hier lang. Hier durch. Jetzt geht mal noch mein Licht aus. Dann hier. Hier rum. Badabom. Und ran. Malibu. Dankeschön für deinen Sub. Aber eins muss man den ganzen hier lassen. Der Kram gibt gutes Geld. Der Kram gibt hier echt gutes Geld. Auch wenn die Gegend ziemlich ätzend ist, gibt es hier echt guten alten Dreck. So, noch ein Boot. Das sind zwei. Das müsste irgendwo hier sein, das andere Boot. Boah. Flaschenpost hole ich mal. Oh, nee. Hilft das dagegen? Gott sei Dank hilft das. Knutsch meine Fackel. Knutsch meine Fackel. Gib mir ein Upgrade, Baby. Oh. Gerade habe ich wieder so einen negativen Lauf. Nix Upgrades, aber auch gar nichts. So, warte, wir können eigentlich schon wieder pennen gleich. Wir können auch hier alles nehmen, wir können das Ding auch einsammeln. Gute Nacht an alle, die schlafen gehen. Ist ja auch schon wieder super spät. Ab ins Bett mit euch, Kinners. Ab in die Federn. Wenig. Wenig, wenig, wenig. Wo gibt's denn viel? Überall wenig, ha? Huh? Oh, hier. Hier gibt's viel. Na, super. Super. Leave me alone, Schlongvieh. Silberzunge ist fertig, stimmt, ja. Nehmen wir das hier als nächstes. So, Flieger. Ah, wie läuft's? Ich habe ein paar Erkennungsmarken hinter mir am Baum aufgehängt. Das erscheint mir recht passend. Aber ich habe nur Erkennungsmarken derer, die ich... Ich habe nicht alle Leichen gefunden. Solltest du zufällig über noch fehlende Erkennungsmarken stolpern, würde ich sie gerne zu ihren Kameraden hängen. Ich habe hier eine Reihe von technischen Spielereien, die du vielleicht nützlich findest. Hier. Dankeschön. Okay, Erkennungsmarken tauschen wir gegen Upgrade. Das ist alles. Während ich den Mörser zusammensetze, kannst du bereits mit der nächsten Phase des Plans beginnen. Wahrscheinlich sind dir in der Lagune die Vorrichtungen aufgefallen. Es sind Fallen, die ich dort für die Geisterfresse aufgestellt habe. Wir müssen sie jetzt nur noch dahin locken. Haben wir sie festgesetzt, kann ich ihn mit einem neuen... mit dem neuen Mörser den Chaos machen. Und das war's dann. Keine Albträume mehr. Ich markiere dir die Standpunkte der Fallen auf deiner Karte. Verstanden?
Wir müssen drei spezielle Köder aus verschiedenen Fischen kombinieren. Okay. Also brauche ich jetzt irgendwelche Fischreste. Wir brauchen Fisch. Was denn auch sonst? Habe ich nicht eine Erkennungsmarke im Lager gehabt? Warte mal, ich gehe nochmal kurz da ran. Oder habe ich die irgendwie verkauft? Ah, ne, hat er die rausgenommen? Ah, ne, hier ist eine. Ich habe hier noch einen im Inventar. Jo, alter Mann. Was kriege ich dafür? Hm. Ich danke dir. Ah, geil. Ich brauche mehr Erkennungsmarken, Freunde. Kann man davon unendlich viele finden? Das wäre natürlich top. Aber wahrscheinlich eher nicht, sonst wäre es ja ein bisschen zu OP. So, wir haben endlich die Vielzweckangelroute. Geil. Absolut geil. Absolut geil. So, hier sind die Fallen. Oh, was haben wir hier? Schrott. Könnte eine Erkennungsmarke sein. Let's do it. Ist es aber nicht. Okay, bestückt die Falle mit einem Köder. Egal was, brauche ich irgendwas Bestimmtes? Hätte irgendwie gesagt, eine bestimmte Art von Fisch. Steht da irgendwas in der Kajüte? Mission? Okay, einen speziellen Köder, aber... Aber was genau? Wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass er speziell ist. Das ist alles. Wir wissen nicht was, aber es ist eben nur mal speziell. So, ich verkaufe hier nochmal den einen Fisch. Na, hier oben hatte ich auch noch ein bisschen was drin. Schauen wir mal rein, wegen der Angel noch schnell. Das ist sie. So doof platziert. Oh, geil. Nehme ich. Okay, die nimmt super viel Platz. Aber sie geht hier hin, oder? Warte mal. Ah, nee, anders. Ah. Dann kann sie nicht alle führen. Ich kann das Ganze... Was bringt die überhaupt? Die hier war... Das wäre... Das Ding ist schon unnötig. Das brauche ich nicht mehr. Dann verliere ich halt mein Netz. Ist das Netz so wichtig? Also du bist weg. Dich brauche ich nicht mehr. Das Einzige, was ich brauche, ist eine Tiefseeangel. Kacke, Mann. Absolut kacke. Aber ich kann mir, glaube ich, auch kein Upgrade mehr holen. Ah. Moment. Nee, ich kann nur noch Motor. Angel bin ich durch. Gut, Freunde. Ich würde sagen, das war's erstmal wieder. No Gamer, danke noch für deinen Sub. Endlich ein Jahr. Dankeschön für ein Jahr Treue.
Das war es erstmal mit der Folge. Bewerten, kommentieren, nicht vergessen auf YouTube. Unterstützen ist super wichtig, denn Unterstützung ist alles. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.